Hallo, ich bin Carsten in Erkenschwick und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ich bin heute mal wieder in der Hart unterwegs. Diesmal bin ich in Ohr-Erkenschwick gestartet, am Gasthaus Mutter Wehner. Mutter Wehner ist ein ziemlich beliebtes Ausflugslokal hier in der Gegend. Und ich bin heute mal wieder unterwegs auf der Suche nach einem Feuerwachturm. Nachdem ja beim letzten Mal mir der Feuerwachturm geklaut wurde, sag ich mal so, bin ich jetzt auf der Suche nach dem dritten Feuerwachturm. Aber bevor wir uns diesen anschauen, werde ich jetzt erstmal zu dem Feuerwachturm in Flasheim gehen, wo wir ja schon mal waren. Und auf dem Rückweg geht es dann zum Feuerwachturm bei Ohr-Erkenschwick. Und wenn ihr Lust habt, kommt da einfach mit. Ja, sowas mag ich ja auch sehr gerne, wenn man so einen Wald hat, in dem man relativ weit hineinschauen kann. Und hier vorne der Farn, der ist hier zwar im Moment nur Laub, aber im Sommer, wenn der Farn hier schön grün ist, sieht es bestimmt auch toll aus. Ja, ich habe mich gerade ganz schön erschrocken, auch wenn hier überall Wildschweinspuren zu sehen sind, beziehungsweise Aufbruchspuren. Ich hätte aber nicht damit gerechnet, dass mir gerade so in 2 Meter Entfernung eine Wildsau über den Weg gerannt ist. Da habe ich mich doch ein bisschen erschreckt. Ja, ist heute mehr oder weniger eine Testrunde. Ich habe die Strecke hier am Computer erstellt und ich würde die Strecke ganz gerne mal mit ein paar Leuten gehen. Und deshalb habe ich gedacht, ja komm, am Computer geplant, das hattest du schon mal, da war dann auf einmal der Weg weg. Und deshalb gehe ich jetzt mal hier diese Runde zum Test. Ja, und bis jetzt sieht die Strecke eigentlich ganz gut aus. Bis jetzt hatte ich keine verschwundenen Wege. Ich denke mal, wenn der Rückweg jetzt dann gleich auch so ist, kann man den Weg durchaus anbieten. Ja, dann sind wir jetzt am ersten Feuerwachturm angekommen, an dem Feuerwachturm auf dem Rennberg. Den kennt ihr ja schon vom letzten Jahr, aber trotzdem gehe ich da gleich noch mal hoch. Also ich muss sagen, bin ein bisschen überrascht. Die Sicht ist sogar relativ gut heute. Also wenn man weiß, wo es ist, kann man von hier aus im Moment sogar das Tetraeder sehen. Ja, jetzt waren wir hier auch schon oben, dann werde ich jetzt mal weitergehen zum nächsten Turm. Ja, mit so einer guten Aussicht da oben hätte ich jetzt heute
gar nicht gerechnet. Naja, gut Aussicht, gute Aussicht ist auch was anderes, aber für das Wetter, was wir in den letzten zwei Tagen hatten, muss man sagen, war das jetzt schon wieder eine Traumaussicht. Ja, dann mache ich mich jetzt auf zu dem anderen Feuerwachturm bei Oer-Erkenschwick. Ich hoffe mal, dass der noch da ist. Jetzt kommen wir langsam auf den Farnberg, auf dem sich der andere Feuerwachturm befinden soll. Ich hoffe mal, er ist noch da. Drück mir die Daumen. Ja, sieht so aus, als hätte ich Glück gehabt. Der Turm steht noch. Kommt mit, wir schauen uns mal die Aussicht an. Ja, der Turm, der schwankt ganz schön. Da ganz hinten am Horizont kann man den Feuerwachturm erkennen, wo wir gerade waren, eben bei Flasheim. Ja, so toll ist die Aussicht jetzt von hier leider nicht mehr. Ja, leider hat es sich ein wenig zugezogen, sodass die Aussicht hier vom Turm nicht mehr so schön ist oder so gut ist wie beim Lavesimmer-Turm. Aber ich würde sagen, wir gehen dann jetzt langsam zum Auto zurück. Kommt mit. Ja, da oben. Auf dem Turm wurde es gerade ganz schön ungemütlich. Jetzt ist nämlich auf einmal Wind aufgezogen. Ein kleines bisschen Wind war ja schon, aber musste gerade oben den Hut abnehmen, sonst wäre der weg gewesen. Bin jetzt gleich bei Mutter Vena wieder zurück, also am Startpunkt wieder zurück. Ich muss sagen, die Tour funktioniert, die ich da am Computer erstellt habe. Wenn auch, ich habe sie mit Outdoor Active erstellt und scheinbar liegen die Wege bei, Navi schimpft, scheinbar liegen die Wege bei Outdoor Active teilweise ein bisschen neben den eigentlichen Wegen. Also ich habe auf dem Handy gleichzeitig auch noch eine Karte und die hat gestimmt. Ist auf jeden Fall für mich mal eine interessante Tour gewesen, weil ich hier mal wieder in einem Teil der Hart war, den ich noch gar nicht kannte bisher. Und naja, ich habe dann wenigstens jetzt auch mal den anderen Feuerturm in der Hart gesehen. Und auch da ist eine interessante Aussicht. Der liegt ja etwas mehr Richtung Ruhrgebiet, sag ich mal. Da hat man dann noch mal ein bisschen Sicht in das Ruhrgebiet herein. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.